Mit LucasArts verbinde ich ja eigentlich die 90er Jahre. Da waren nämlich für mich die schönsten Spiele. Natürlich die X-Wing-Reihe und die schönen Adventures wie Monkey Island und Indiana Jones, Dave the Tentacle. Und in den Jahren danach hat die Firma für mich eigentlich schon ziemlich nachgelassen. Und ich fand dann die ganzen coolen Star Wars Spiele wie Knights of the Old Republic und Jedi Knight 2 und 3 und sowas. Die mochte ich sehr, aber die waren ja eigentlich nicht mehr von LucasArts selbst. Die haben sie nur noch gepublished. Und das ist eigentlich für mich deswegen jetzt, es ist traurig, dass dieses Studio geschlossen wurde, aber es, der Geist dieser Firma, diese schönen Erinnerungen, die ich an die Spiele habe, das liegt eigentlich schon so lange zurück, dass mich die Meldung jetzt gar nicht so sehr getroffen hat, muss ich ehrlich sagen. Die ganze Nacht habe ich kein Auge zugemacht. Ich habe die ganze Zeit getrauert. LucasArts entwickelt keine eigenen Spiele mehr. Und da denkt man natürlich an so Klassiker wie beispielsweise Night Shift. Das war so ein Plattformspiel. Da war man in einer Nachtschicht sozusagen einer Firma unterwegs und musste gucken, dass da die Maschinen so funktionieren. Ich erinnere mich an Afterlife. Das war ein Strategiespiel. Da musste man um Seelen schacheln. Also man war entweder sozusagen Gott oder der Teufel. Und ist dann in Command & Conquer-Manier da durch die Gegend gelaufen und musste um Seelen kämpfen. Und dann natürlich solche Sachen wie Indiana Jones and his Desktop Adventures, was wir hier sehen. Ein ziemlich abgefahrenes, ja, sozusagen Action-Adventure mit so Rollenspielelementen, also ein bisschen so Zelda als Indiana Jones, die alten Teile. Und ich finde, man sollte auch diese Elemente von LucasArts einfach nicht vergessen, weil Day of the Tentacle und Maniac Mansion und sowas. Mein Gott, das waren Klassiker. Ja, für mich ist LucasArts quasi gleichbedeutend mit dem Beginn meiner Spielerkarriere, weil 1990, als The Secret of Monkey Island rauskam, ging für mich mit dem Spiel auch das Spielen auf dem Amiga 500 los. Und von daher bin ich schon sehr betrübt über das Ende von LucasArts, weil es halt ein großer Teil meiner Kindheit auch begleitet hat. Also wenn ich an LucasArts denke, dann denke ich auf jeden Fall an Maniac Mansion, weil das haben wir zusammen damals in der Schule gespielt mit Kumpels und wir haben uns jeden Tag angerufen und gesagt, ey, pass auf, ich habe das und das Secret entdeckt, ich weiß, wie es da weitergeht. Insofern habe ich eigentlich ganz coole Erinnerungen, aber ich muss sagen, in letzter Zeit haben sie eh nicht mehr so viele gute Spiele rausgebracht. Dass sie jetzt weg sind, hätte ich fast nicht gemerkt. Ich bin ehrlich gesagt entsetzt. LucasArts geschlossen. Also das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht. Ja, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also als ich gestern die Nachricht auf dem Heimweg bekommen habe über mein Smartphone, da dachte ich nur, ach du Scheiße, was soll denn das jetzt? Ich meine, man sagt ja immer, dass Disney pflegsam mit den Marken umgeht, die sie da, sag ich mal, aufkaufen. Allerdings kann ja sein, dass sie mit Star Wars an sich pflegsam umgehen, aber LucasArts einfach mal so zu schließen und dann sind auch noch so Spiele wie Star Wars 1313 in Gefahr. Ich meine, das bricht mir als Fan und als Gamer das Herz, auch wenn man zugeben muss, dass von LucasArts in den letzten Jahren nicht so viel Geiles gekommen ist, aber immerhin 13, das war so ein Silberstreif am Horizont und alle haben gehofft und alle waren richtig geil auf das Game und jetzt ist es total in Frage gestellt und ich weiß nicht, also das sorgt bei mir auf jeden Fall für Unmut und erhöht auf jeden Fall im Moment nicht die Credibility von Disney und ja, ich hoffe, ich irre mich und es wird dann doch noch besser. Also wäre die Nachricht vor 15 Jahren rausgekommen, hätte mich das echt schockiert, denn die ganzen Point-and-Click-Adventures von LucasArts, die strömten über vor Herzblut, vor Humor, vor Liebe. Aber wenn ich jetzt an die letzten Spiele zurückdenke, The Force Unleashed, dieses Star Wars 1313. So geht's halt mit Studios. Da geht's halt auf und irgendwann bergab. Ich weine dem jetzt momentan leider keine Träne hinterher. Aus.
Ja, ich bin natürlich über jedes Entwicklerstudio traurig, dass es dicht gemacht wird. Und an LucasArts habe ich sehr gute Erinnerungen. Die liegen allerdings schon ein bisschen zurück zu C64 und Amiga-Zeiten mit Manic Mansion, Zack McCracken oder auch Indiana Jones. In den letzten Jahren, muss ich sagen, da waren ja die führenden Köpfe früherer Jahre wie Ron Gilbert und Tim Schafer eh nicht mehr da. Und da wurden halt auch diverse Star Wars-Spiele gemacht. Jetzt bin ich zugegebenermaßen einer der wenigen, die mit Star Wars nicht so viel anfangen können. Deswegen hält sich mein Herzleiden in Grenzen. Aber wie gesagt, ich finde es natürlich trotzdem schade, denn gerade jetzt Disney hätte, denke ich, aus Star Wars auch einiges im Spielebereich neu machen können. Und mal gucken, vielleicht passiert da an anderer Stelle noch was. Ja, tschüss LucasArts. Es war schön. In den letzten Jahren kamen natürlich nicht mehr besonders viele gute Spiele raus oder überhaupt Spiele, die von LucasArts her programmiert wurden. Aber ich denke natürlich schon noch mit großer Wehmut an die 90er Jahre, die ganzen Adventures. Wer hat nicht Monkey Island, Indiana Jones, Day of the Tentacle und Maniac Mansion und so weiter gespielt? Natürlich habe ich auch Star Wars-Spiele hoch und runter, X-Wing, TIE Fighter. Ja, ich habe auch indizierte Spiele gespielt, muss ich zugeben. Dark Forces, glaube ich, darf man mittlerweile sagen. Ich habe es sehr gerne gespielt. Ich wünsche den Leuten, die jetzt auf der Straße stehen, alles Gute. Crytek hat ja schon gesagt, sie würden gerne ein paar übernehmen. Also schaut, dass er auch weiter in der Industrie bleibt, weil Star Wars-Spiele, LucasArts-Spiele sind einfach Legende. Und es muss weitergehen. LucasArts ist Geschichte. Es tut mir ein bisschen leid, aber irgendwie auch wieder nicht, weil die haben ja ganz schön viel Kohle aus der Tasche gezogen. Unter anderem habe ich damals für Rebel Assault extra mir einen CD-ROM gekauft, obwohl das Spiel ja Grütze war. Aber es sah halt für damalige Verhältnisse so unglaublich echt nach Kino aus. Und die andere Geschichte war, Monkey Island 2 habe ich auf dem Amiga noch gespielt und es hatte, glaube ich, 12 Disketten oder sowas. Und ich habe mir ein Zweitlaufwerk gekauft, damit ich nicht so viel wechseln muss, was aber trotzdem noch war übrigens. Und ein MB Arbeitsspeichererweiterung hat damals von meinem Taschengeld 400 oder 500 Mark gekostet. Und das war schon ganz schön hart für mich als armer Schüler. Und deswegen habe ich so ein bisschen ein geteiltes Leid mit LucasArts, aber ich bin natürlich trotzdem nicht froh, weil ich möchte noch mehr so schöne Spiele haben und hoffe, dass zumindest die Lizenzen irgendwo landen und dass dann wieder mal Monkey Island zum Beispiel gibt. Und zwar ein gutes Daedalic, habt ihr gehört? Wie wär's? Ballblazer passt auch sehr gut. Monkey Island, Maniac Mansion, Ballblazer, Secret Weapons of the Luftwaffe. Das waren halt die Dinger von LucasArts. Adventures, ey. So ein Scheiß braucht doch kein Mensch.